Willkommen zurück, meine Zelda-Fans. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Legend... Schon wieder. Ich sag schon wieder, ich kann mir nicht helfen. The Legend of Zelda Link to the Past. Und ja, ich habe dich da gesehen, wie du dich angeschlichen hast, du dämlicher Schädel. Du bist ziemlich tanky, muss ich sagen. Und ja, gehen wir straight zum Punkt. Ich will jetzt Feuer speien. Wait, falsche Richtung. Die Sache ist, ich habe herausgefunden, dass direkt am Dungeon-Eingang ja ein großes Magiegefäß ist. Und ich meine, wir haben es ja auch im letzten Part gesehen, aber ich habe halt nicht darauf geachtet. Das heißt, ich kann im Notfall mich einfach wirklich zurück zum Dungeon-Eingang porten. Und da das ja hier wirklich direkt dahinter liegt, ist das auch absolut nicht verkehrt. Deshalb legen wir los und starten unser kleines Feuerabenteuer. So, das war smooth. Und so. Ich hoffe, das reicht zeittechnisch, weil das geht ja dann aus. Ja. Das gefällt mir nicht. Okay. Es ist wirklich so. Oh. Es ist wirklich so, dass man bis zum letztmöglichen Zeitpunkt warten muss mit dem Feuer. Okay. Dann lasst mich überlegen. Von hier aus links. Damit brennt das ziemlich lange. Und dann, sobald wir oben sind, direkt reinschießen und beide treffen. Ich kann nur eins treffen. Was ist denn... Was muss ich dann genau hier machen? Ich muss das rechts oben priorisieren. Okay, im Prinzip dich, dich und wenn die Fahrt durch ist, dann muss ich oben links anschießen und im Prinzip so schnell wie möglich nach oben laufen. Liege ich damit richtig? Nein, das reicht zeittechnisch nicht. Das reicht zeittechnisch nicht. Lasst mich mal nachschauen, wie man das genau macht hier. Also von dem, was ich jetzt gelesen habe, ist es im Prinzip genau das, was ich gerade als Taktik gemacht habe. Aber scheinbar war ich nicht gut genug. Nun gut. Wie ich es ja gemeint habe, ich kann einfach so resetten und wir kommen ja relativ zügig dann wieder zurück zu unserer Ausgangsposition. Das heißt, dahingehend ist das wirklich keinerlei Akt. Was sollte das denn, Link? Nein, nein. Was fährst du denn jetzt in die Richtung? Das war weird. Okay. Neue Versuche. Ich habe ja hier noch ein weiteres Teil zum Auffüllen, wenn es sein muss. Und ja. Also ich werde es jetzt wieder so machen. Norden. Die beiden. Das hier ist halt der größte Knackpunkt, weil wenn diese kleine Fahrt hier nicht wäre, dann wäre das kein Thema. Das passt timingtechnisch überhaupt nicht. Ich glaube, dich muss ich, wenn ich südlich fahre, holen. Dann hole ich dich. Na!
Ah, come on. Okay, noch einmal. Oh. Okay. Kann ich das da unten auch steuern? Wenn ja, dann ist das doch gar kein Problem. Ja, kann ich. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt, Leute. Dann habe ich nichts gesagt. Warum auch immer dachte ich, ich kann da nichts steuern. Gut, dann ist das ja easy. Okay. Quick, quick, quick. Die Karte. Magie und Schlüssel. Den wollten wir. Auf jeden Fall. Und damit können wir jetzt tiefer in die Schildkröte eindringen. Okay, smooth dodges, Leute. Smooth dodges. Und ja. Einfach nur, weil sich's halt anbietet, dass das noch am Eingang ist, porte ich mich wieder raus, fülle meine Magie auf. So sollte das übrigens mit jedem Dungeon sein in dem Spiel, meiner Meinung nach. Das hätte alles so viel angenehmer gemacht. Aber naja, was will man tun, nicht wahr? So, dann hier, dann hier. Und es war die linke Seite, genau. Hey. Der hat mir nicht mal Schaden gemacht. Wait, huh? Ich hoffe, du droppst mir einen Schlüssel, weil ansonsten... Okay, gut. Bling. Yay, mein letztes Herz, was ein Viertel Schaden bekommen hat oder so. Kettenhunde? In meinem Link to the Past... Wartet. Hä? Kann ich euch besiegen? Nee. Soll ich? Oh, okay. Nun gut, das war ein bisschen mies, aber wir haben es lösen können. Kein Problem. Nein, das war knapp vom Damage her. Lass mich hier bitte was Schönes haben. Nein, okay, nett. Ach, ach. Immerhin ein Herzchen. Noch so ein Mäusel. Große Magie, obwohl wir die gerade gar nicht brauchen. Aber ey. Jetzt werden wir hier durchgeschleust. Das sieht wild aus. Vor allen Dingen, weil ich nicht mal sehe, wohin ich geschleust werde. Also gut, ich sehe den Pfad, ne, aber... Das ist trotzdem wild. Okay, jetzt wird's heiß. Oh mein Gott, verwirrt mich doch nicht noch mehr. Mhm. Okay, okay. Und... Oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee, oh, nee. Das war gemein. Easy, easy. Kein Problem. Okay, da haben wir den Schlüssel, der da unten gefordert ist. Dann schauen wir in die andere Richtung und easy. Der Dungeon. Der ist anders wild. Und wir haben den großen Schlüssel. Sehr schön. Dann porten wir uns einmal hier rein. Ich hoffe, dass alles, was ich hier gerade tue, auch richtig ist. Ich habe nämlich nicht im Entferntesten eine Ahnung. Das Gefühl, ich muss hier rüber erstmal irgendwie kommen.
Okay. Das muss irgendwie unten geregelt werden. Ich glaube nicht, dass hier oben irgendwas ist, was ich machen kann. Das heißt, hier ist irgendwo noch irgendwas, was ich nicht betreten habe vorher. Ich gehe nochmal in das Rohr hier. Kann ich mich entscheiden, wo es lang pipet? Nein. Das schleust mich automatisch. Oh, achso. Wir kommen wieder hier an. Okay, gut, dann habe ich mich warum auch immer gerade ein bisschen dümmlich erinnert. Ich bin das Rohr gegangen, also muss ich jetzt das Rohr gehen, nicht wahr? Das sieht zumindest richtig aus. Danke für das Herzchen. Nicht der Hasenlaser. Genau. So ist richtig. Das war gut. Jetzt machen wir das nochmal. Ding. Was? Überlebt doch nicht einfach. Ah, Hilfe. Du machst doch noch zwei Herzen. Oh mein Gott, was? Nein. Du frisst jetzt nicht meine Fee auf. Stattdessen nehme ich das Lebenselixier. Das kannst du nämlich schön getrost knicken. Das wäre jetzt fast schief gegangen. Die Fee als Notfallreserve ist halt ein bisschen angenehmer für mich zu haben als... Oh Gott. Okay. Das ist fies. Wo komme ich hier hin? Ich komme an die Außenseite. Ist das immer noch der Dungeon? Das ist immer noch der Dungeon. Das Spiegelschild. Damit lassen sich Strahlen abwehren, gegen die dein altes Schild machtlos war. Oh mein Gott, das Ding ist gigantisch. Nice! Ding. Okay, wie es aussieht, sind wir dann aber auch auf dem Weg Richtung Ende des Dungeons. Nicht wahr? Ich meine, ich habe vermutlich irgendeine Kleinigkeit übersehen. Oder auch nicht. Okay. Okay, umso besser. Piu. Oh, das ist nett. Ich hätte die Flasche auspacken sollen, nicht Depp. Na gut. Wollen wir uns mal nicht beschweren. So, wir haben zwei neue Pfade. Der rechts ist vermutlich der richtige. Oben ist vermutlich eine Sackgasse. Never mind. Ich habe nichts gesagt. Und Feuer. Hey. Da prallt auf einmal mein Laser ab. Was soll das denn? Das war knapp. Komme ich hier zum Boss? Das sieht richtig aus. Will ich mir noch das andere ansehen? Na komm, wir schauen uns das andere noch an. Den Gefallen tun wir uns noch. Der Dungeon ist ja glücklicherweise jetzt nicht so schwer bisher und es gefällt mir eigentlich, deshalb schauen wir nochmal hier rein. Ah, das scheint ein Rückweg zu sein. Dann noch irgendwas? Nein, ich bräuchte nichts. Gut, habe ich wieder 30 Bomben. Nett, I guess. Aber wenn das alles war, dann haben wir keinen Grund, da jetzt nochmal hinzugehen. Denn ich glaube wirklich, es ist einfach nur ein Rückweg. So. Sterb raus. Let's go. Wir begeben uns auf unsere Irrfahrt.
Das sieht halt wirklich einfach aus wie eine Irrfahrt. Aber natürlich hast du Schaden genommen. 5 Rubine, waha. So, dann gehen wir hier hin. Magie, Herz, Herz. Mhm. Oh, kann ich dich outrun? Running around at the spear. Ah, oh, verdammt, ich hab's nicht geschafft. Ah, verdammt. Na gut. Eine Bombe. Hier komme ich nicht hin. Oh, ich wollte nach oben. Ugh. Was ist... Ah, Hilfe. Hier lang? Autsch. Autsch. Wo will ich denn lang? Ich sehe nicht genug. Hier lang. Hier lang? Hier lang? Hier lang? Hier lang? Oh. Oh, das ist fies. Das sieht nach einem Pfad aus, wo ich hin will. Du willst mir gerade nicht sagen, dass ich es wieder zugemacht habe, die Tür, oder? Sag mir bitte nicht, dass ich die Tür zugemacht habe. Sag mir bitte nicht, dass ich die Tür zugemacht habe. Sag mir nicht, dass ich die Tür zugemacht habe. Ich habe die Tür zugemacht. Verdammt! Ah! Okay. Und dann den Schaden, den ich nicht mal wirklich dodgen kann. Das ist so fies. Ich meine, das ist immer noch angenehmer als der Frostpalast bisher, aber oh mein Gott, das ist so gemein, weil ich halt so wenig dagegen tun kann. Da bin ich wieder einmal im Kreis gefahren. Vor allen Dingen, weil ich halt auch nicht so gut darin bin, Orientierung in sowas zu finden. So. Irgendwann hier nach rechts. Oder auch nicht, weil du mich nicht nach rechts fahren lässt. Dann so. Wenn ich ja das ganze Ding vollständig sehen könnte, dann wäre das vermutlich kein Problem, aber... Ah, das macht's so schwierig. Hier nach unten? Dem Pfad? Dem Pfad. Okay, gut. Ah, wieso muss das die ganze Zeit Schaden machen? Jetzt nach unten. Den ganzen Pfad nach unten. Hier... hoch. Links. Und nach unten. Und wir haben's, oder? Huch. Natürlich. Aber gut. Wir wissen, dass wir kurz vor Schluss hier stehen bleiben. Jawohl. Ha! Ihr mich auch. Oder auch nicht. Sie treffen trotzdem noch viel zu gut. Was soll das denn? Will ich ein Super-Elixier nutzen? Eigentlich nicht. Und dann schmeißt du mich auch noch runter? Die Fee hätte ich echt gern behalten, Leute. Mir wurde so cheap meine Fee weggenommen. Ah, ja, okay. Die dämlichen Rubine, die interessieren mich nicht. Okay, jetzt muss ich ein blaues Elixier verwenden. Ich glaube es doch nicht. Ah. Der Dungeon war so angenehm und dann kommt das. Das ist der Schlüssel, ich wusste es. Ich wusste es. Und dann schubst der dumme Laser einen auch noch runter. Und man kann nichts dagegen tun. Was soll das? Was soll das? Lass mich wenigstens hier mit einer Feenquelle aufdecken.
dieses Spiel. Es hat ja jetzt nochmal so richtig Bock zu trollen. Nochmal so richtig, richtig schön Bock zu trollen. Kurz am Ende des Spiels nochmal so ein paar richtige Schenkelklopfer reinhauen. Lass mal ganz kurz. Uah. Lass mich mal ganz kurz auf mein OBS schauen. Verdammt! Okay, ich habe nämlich die Zeit ge. Ach, du Miststück. Was fliegst du auch so dermaßen gut? Ich habe mich gerade die Zeit nicht mehr sehen können von meiner Aufnahme. Uff. Oh ja, da oben habe ich auch noch einen Schalter. Okay. Und dann Boomerang auspacken. Zack. Frage ist, brauche ich noch irgendwas? Das werde ich gleich herausfinden. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. K3. Wir sind kurz vorm Boss. Herz. Magie. Schon ein bisschen episch, muss ich sagen. Okay. Bevor wir hier reingehen, möchte ich nochmal ganz kurz AFK gehen. Wir sehen uns gleich wieder und dann geht's in den finalen Boss. Okay, Leute. Ich bin zurück und bereit, hier einzutreten. Damn. Was bist du und was mache ich? Oh, bist du... Okay, lass mich ausprobieren, ob mein Gedanke richtig ist. Ist er. Kann ich hier drüber? Ja, kann ich, aber ich schlittere. Puh, das heißt, jeder Schuss muss sitzen? Sagt er und verfehlt direkt. Das ist ja lustig. Bitte sag mir, dass ihr nur 3 Schläge braucht. Nicht so aus. Nein. Nein. Krieg ich noch einen Schuss raus? Nein. Das ist also gemein mit, man kann es nur schaffen, wenn man... Gott, das ist actually sehr fatal, weil ich glaube, ich kann es nicht schaffen mit meinem current Loadout. Und dann macht das Ding auch noch so verdammt viel Schaden. Sag mir bitte, dass es egal ist, welchen der beiden Köpfe ich kaputt mache und dann beide getroffen sind. Ansonsten sehe ich nämlich gerade ein bisschen schwarz. Nein. Bitte. Okay, Leute. Nächster Versuch. Bis gleich. Okay, Leute, ich bin zurück. Und ich habe jetzt noch eine kleine Stippvisite zurück bei der Hexe gemacht. Und das ist jetzt mein Loadout. Wenn ich es damit nicht schaffe, dann ist ja wirklich alles komplett verloren. Und ich habe herausgefunden, dass es einen... Shortcut gibt, wenn man schlau genug positioniert. Wenn ich jetzt mit dem Spiegel rausgehe, komme ich nämlich an die Unterseite, die ich aufgesprengt habe. Falls ihr euch noch daran erinnern könnt, wo ich gesagt habe, es ist nutzlos. Tatsächlich ist das aber eine Möglichkeit, einen Shortcut zu schaffen, weil ihr könnt euch nämlich von dort in die andere Welt zurückporten, in die Lichtwelt. Und darunter habt ihr die Feen und dann könnt ihr den Todesberg halt per Flöte verlassen. Und ihr könnt über die Höhle durch die eine, wo ihr die ganzen Drops nach unten habt, rechts an der Seite in diese Feengrotte wieder reinhüpfen und dann kommt ihr an der Stelle wieder raus. Das hat mir gerade so viel Zeit erspart, Leute. Ihr glaubt es nicht. Ich musste nicht den ganzen Dungeon nochmal laufen und ich war so unendlich dankbar dafür. Okay, ich bin so bereit für den Bosskampf jetzt und let's go. Ich habe ja herausgefunden, wie es jetzt geht. Deshalb bin ich bereit. Los, los,
Köpfchen her, los. Come on! Ein paar von den Hits hätten definitiv zählen sollen. Autsch. Oh, so viel brauchst du gar nicht. Okay. Hätte ich das gewusst, ne? Hätte ich das gewusst. Sag jetzt nicht, das war der Kampf schon. Okay, ich wollte schon sagen. Nie und nimmer. Das ist der Kampf schon? Okay. 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 Ich sag jetzt nichts weiter dazu. Ich bin dir so dankbar, dass du den langen Weg gekommen bist, mich zu befreien. Du bist der Held der Legende, auf den wir gewartet haben. Das wusste ich gleich. Ganon befindet sich in seinem Turm auf dem Berg, geschützt durch einen magischen Riegel. Er ist bereit, schon bald durch das Tor zu schreiten, das die Welten verbindet. Hat Ganon Hyrule erst einmal betreten, kann ihn wohl niemand mehr aufhalten. Du hast aber eine Chance, ihn aufzuspüren, solange er in der Schattenwelt ist. Nimm die Kristalle und mache dich auf zu Ganons Turm. Vertraue uns. Wir sieben werden unsere Kraft vereinen, um mit dir Zutritt zum Turm zu verschaffen. Gemeinsam mit dir werden wir dieses Land dem Frieden wiederbringen. Nur Mut. Ja, habe ich verstanden. Ist okay. Möge der Weg des Helden zum Triforce führen. Zing! Ja, damit sage ich jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal und macht's gut.